das umsatzstärkste Unternehmen der Welt in eine Top-10-Liste. Die Berechnung erfolgte vom Juli 2012 rückwirkend auf die letzten 12 Monate. Platz Nummer 10, ConocoPhillips aus den USA mit 166 Milliarden Euro. Auf 9. Platz Total aus Frankreich mit 167 Milliarden Euro. Auf dem 8. Platz, auch hier sehr dicht dran, Chevron aus den USA mit 170 Milliarden Euro. Auf dem 7. Platz Toyota Motor aus Japan mit 171 Milliarden Euro in den letzten 12 Monaten. Auf dem 6. Platz, schon mit bedeutend größerem Abstand, PetroChina mit 223 Milliarden Euro. Übrigens ganz toll, das können Sie mal auch beachten, wenn chinesische Firmen erwähnt werden, dann steht der Name China schon immer beim Firmenname drin. Also das finde ich wirklich persönlich sehr, sehr praktisch. Auf dem 5. Platz BP aus Großbritannien mit 270 Milliarden Euro. Auf dem 4. Platz China bzw. China Pitol and Chemie, so nennt sich die Firma, glaube ich, vollständig ausgesprochen, hat 274 Milliarden Euro in den letzten 12 Monaten an Umsatz erzielt. Auf dem 3. Platz ExxonMobil aus den USA mit 312 Milliarden Euro. Auf dem 2. Platz Walmart Stores aus den USA mit 322 Milliarden Euro. Und auf dem 1. Platz die Number One, für mich persönlich eine Überraschung, muss ich zugeben. Ich hätte geschätzt, dass das Unternehmen aus den USA oder eventuell aus China kommt. Dem ist aber nicht so, sondern das umsatzstärkste Unternehmen ist Royal Dutch Shell aus Niederlande, Großbritannien mit 338 Milliarden Euro.